Strecke schon wieder frei, es geht schon wieder rund. Pomerana Eisenschweine übernehmen den Führer. Auf Platz 1 Clemmelden, hinten vorne Jabetova und die Vorländer sind dran. Aber die Pomerana Eisenschweine können sich hier erst einmal behaupten. Jetzt der nächste Angriff von den Vorländern und da geht er auf der Innenbahn vorbei. Team Vorland hat die Führung übernommen. Racing Team Jabetova an der 2. Auf dem dritten Platz. Demolition Darks, die sind in 100. Von den Unterwürfeln und die New Boys und die Blue sind hier auf den Plätzen 6, 7, 8 unterwegs. Mit ihren Fahrzeugen wäre Team Vorland schon fast zum Überrunden ansetzt. Außer Rand und Band, das Buggy Team Vorland Team mit David Engel. Ganz stark dabei. Jetzt setzt er zum Überrunden an. Boah, was für eine Geschwindigkeit bei den Vorländern. Sie sind auf Platz 1 zu finden. Racing Team Abelshof kann die folgen. In der 60 PS-Klasse wird die Runde angezeigt. Die letzte für David Engel. Und er ist scheinbar in einer anderen Liga unterwegs. Die Jungs vom Buggy Team Vorland Team sind besonders gut drauf. Racing Team Appelshof auf der 2. Oh, die Vorländer ja eng befreundet mit dem Sledgehammer Team. Sie haben ja sogar schon mal einen Mann zur Verfügung gestellt, dass der Jan, der Teamchef vom Sledgehammer, vom Tour Drive aus den Niederlanden, hier im Stockholm Zirkus mitfahren konnte. Das war ein starker Auftritt vom Team Vorland, von David Engel. Auf Platz 1 holt er sich den Sieg auf der 2. Racing Team Appelshof, der dritte Platz. Geht an die Pomerana Eisenschweine, auf 4 die New Boys, 5 die Demolition Darks, 6 die Würmäuse in diesem Lauf der 60 PS-Klasse. Fünftes Rennen, Mario Wenzel ist dabei von den Duke Boys, die Stefanie ebenfalls von den Duke Boys, Willi Helwig von den Motorsportmodeln. Noch einmal Team Vorland mit Erik mit der Startnummer 822, der Teamchef. Ich bin gespannt, ob der genauso stark unterwegs ist wie David Engel, die Wolde Forster Füchse.